Freunde, was geht ihr damit? Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich beantworte heute mal wieder eure Fragen. Ihr konntet mir bei Instagram mal wieder Fragen stellen. Falls ihr mir da noch nicht folgt, seid ihr selber schuld. Also marvin.k, wer das nicht abonniert hat, der verpasst wirklich irgendwas im Leben. Und wir starten mit der ersten Frage und zwar, kannst du mal wieder eine unangenehme Fragen-Challenge oder Pflicht machen? Boah, das ist ja schon ein extrem altes Format von mir, muss man sagen. Dieses Wahrheit oder Pflicht oder später dann auch Pflicht oder Pflicht, wo ihr mir einfach irgendwelche Fragen und auch Aufgaben gestellt habt, die ich dann gemacht habe und geknechtet und gequält von euch wurde. Ich habe Hundefutter gegessen, ich war im Schnee mit kurzen Sachen. Was weiß ich nicht schon alles gemacht. Hättet ihr mal wieder Bock drauf? Also ich nicht, aber schreibt es mal in die Kommentare. Wie sieht es mit Autokaufen aus? Eventuell kommt da im Dezember ein Video zu. Wie läuft das Studium? Boah, interessante Frage. Vielleicht mache ich mal wieder so ein längeres Video über das ganze Studium-Ding und ein bisschen Realtalk. Hättet ihr Bock drauf? Ihr müsst mir heute ganz viel in die Kommentare schreiben. Ich hatte vorlesungsfreie Zeit. 2 Monate, habe zu Hause gechillt. Aber natürlich nur gechillt. Ich musste Hausarbeiten schreiben. Jetzt ist das Unileben wieder gestartet. Ich bin einen Tag in der Woche in der Uni, was sehr, sehr entspannt ist. Immer nur montags in der Uni. Paar Seminare abarbeiten und ansonsten läuft eigentlich ganz gut. Wie stellst du dir dein Leben in 5 Jahren vor? Soweit kann ich noch nicht mal denken. Boah, finde ich immer extrem schwierig. Ich bin jetzt 21, in 5 Jahren bin ich so 26. Ich muss immer warten, also studiumgerechnet mäßig bin ich da gerade noch im Referendariat. Ich meine jetzt noch 1 Jahr Bachelor, dann 2 Jahre Master. Nee, Quatsch, ich bin ja dann schon 3, 4,5. Da habe ich gerade mein Referendariat fertig. Das passt ja ganz gut. Also ich bin fertiger Lehrer sozusagen, dann hoffentlich direkt Verbeamtung durchdrücken hier in Berlin. Arbeite dann hoffentlich an einer gut gelegenen Schule, in guter Lage. Hab eine schöne Wohnung mit meiner Freundin Vanessa, mit einem Haustier. Und genieße so, boah, ich genieße dann richtig, wenn mein Studium vorbei ist, einfach fertiger Lehrer. Bam, geile Klasse direkt. Ich kann von mir aus direkt Klassenlehrer werden. Also geil, geile Wohnung. Mit Freunden auch zusammen. Fertiger Lehrer. Haustier. YouTube durchziehen. Leben läuft. Kitzlich. Ja. Hast du noch eine Freundin? Also mal ganz davon abgesehen, dass ich das gerade schon gespoilert habe, dass ich immer noch eine Freundin habe, hat sich die Person anscheinend überhaupt nicht mit mir auseinandergesetzt, weil ich voll auf Instagram auch ab und zu mal Vanessa poste und auch erst 2 YouTube-Videos mit meiner Freundin online gekommen sind. Also ja, ich habe noch eine Freundin und ich bin glücklich seit 3 Jahren mit ihr zusammen und der Antrag kommt bald. Ja, passt das so, Vanessa? Sehr gut. Hast du einen Freund? Also, falls die Frage darauf abgezielt ist, ob ich homosexuell bin und einen Freund in einer Beziehung habe, dann habe ich das ja gerade schon beantwortet. Nein, ich habe eine Freundin und ich stehe auf nur Frauen. Und falls die Frage so gemeint ist, ob ich generell Freunde habe, was man ja auch so verstehen kann, dann ist das auf jeden Fall auch der Fall. Vor allem mein besten Kumpel Tim. Grüße gehen raus. Und wir kommen zur letzten Frage. Wie lang ist dein P***? Erwarten die Leute eigentlich eine ernsthafte Antwort auf diese Frage? Das war auch wieder das letzte Video mit dem Format, Digga. Ja.